Das ist ja eines Ihrer Herzensthemen und Sie arbeiten da ja auch ganz eng mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der jetzt leider aufhört, der ja auch sehr aus seiner christlichen Haltung heraus denkt und handelt. Was hat sich da getan in den letzten Jahren? Gerade in Afrika, Sie waren mehrfach in Afrika, schon in verschiedenen Ländern dort. Was hat sich da getan? Also sehr, sehr viel, gerade eben auch was die Zusammenarbeit betrifft, auch auf dem Energiebereich. Wenn ich an die Wasserstoffinitiative denke, die wir jetzt auch mit Marokko auf den Weg gebracht haben. Wir brauchen für die Produktion von Wasserstoff sehr viel Energie. In Afrika haben wir fast jeden Tag Sonne. Ja? Also wirklich kostengünstig kann man hier produzieren. Und ich sehe da wirklich eine Win-Win-Situation, auch mit Kooperationen, gerade auch mit verschiedensten afrikanischen Ländern. Wirklich eine Win-Win-Situation für Arbeitsplätze vor Ort, für die Ausbildung vor Ort, für die Wertschöpfung vor Ort und eben auch gleichzeitig Energie auch dann nach Europa zu transportieren. Das wird und das muss auch möglich sein. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass es da ganz, ganz tolle Ansätze gibt und auch Möglichkeiten gibt. Und am Ende ist natürlich auch ein Punkt, der zum Beispiel auch in der ganzen Klimadiskussion für meinen Geschmack viel zu wenig diskutiert wird. Natürlich haben aktuell Entwicklungsländer einen weitaus geringeren CO2-Ausstoß pro Kopf. Aber wir müssen uns ja mal die Entwicklung anschauen. Das wird sich ändern. Wir haben heute schon in Afrika 600 Millionen Haushalte ohne eine einzige Steckdose. Und wir haben aber eine Bevölkerungsentwicklung, die sich verdoppeln wird bis 2050. Und die Menschen wollen Energie, die brauchen auch Energie und die ist auch notwendig, um auch eine wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Und deshalb müssen wir hier auch schauen, dass eben Afrika, Gerd Müller sagt immer so schön, nicht der schwarze Kontinent der Kohle wird, sondern der Kontinent der erneuerbaren Energien. Ja. Und da haben doch wir das Know-how auch. Ob das in Windkraft ist, in Wasserkraft, in Solarkraft. Also wir haben so viele Möglichkeiten da und deswegen müssen wir das auch unterstützen. Und das ist auch wirklich eins meiner Herzensanliegen, weil ich auch sehe, dass wir in Afrika so viele Chancen auch haben. Es gibt viele Probleme auch, natürlich. Ja. Das darf man auch nicht totschweigen. Aber auch sehr, sehr viele Chancen. Und ich finde, die sollten wir nutzen. Die sollten wir nicht anderen alleine überlassen, sondern die müssen wir auch als Europa gemeinsam nutzen. Und deswegen ist für mich auch ein starkes Europa ganz entscheidend und wichtig.